Fünftens, Paragraph 2 stimmt die Zuständigkeit im Urteilsverfahren. Fünftens, bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern oder ihren Hinterbliebenen und dem Träger der Insolvenzversicherung, Insolvenzsicherung über Ansprüche auf Leistungen der Insolvenzsicherung nach dem vierten Abschnitt des ersten Teils des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Einrichtungen nach Nummer 4 Buchstaben B und Nummer 5 sowie zwischen diesen Einrichtungen, soweit nicht die ausschließliche Zuständigkeit eines anderen Gerichts gegeben ist. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Entwicklungshelfern und Trägern des Entwicklungsdienstes nach dem Entwicklungshelfergesetz. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen den Trägern des freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres oder den Einsatzstellen und Freiwilligen nach dem Jugendfreiwilligendienstgesetz. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Bund oder den Einsatzstellen des Bundesfreiwilligendienstes oder dessen Trägern und Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz. So. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern aus gemeinsamer Arbeit oder aus unerlaubten Handlungen, soweit diese mit dem Arbeitsverhältnis in Zusammenhang stehen. Cool. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern aus gemeinsamer Arbeit und aus unerlaubten Handlungen. Das heißt, wenn man jemanden auf der Arbeit auf die Schnauze haut, kann der andere einem vom Arbeitsgericht auf finanzielle Entschädigung verklagen. Auch wichtig zu wissen. So. Soweit diese mit dem Arbeitsverhältnis im Zusammenhang stehen. Am besten hat man sich noch über die Arbeit gestritten und sich da auf die Schnauze gehauen. Bin sicher, der Arbeitgeber haftet auch. Hätte ich mal besser früher mal geklagt. Naja, jetzt ist man klüger. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen behinderten Menschen im Arbeitsbereich von Werkstätten für behinderte Menschen und den Trägern der Werkstätten aus den in § 138 des 9. Buches Sozialgesetzbuch geregelten arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses. Die Gerichte für Arbeitssachen sind auch zuständig für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, die ausschließlich Ansprüche auf Leistung einer festgelegten oder festgesetzten Vergütung für eine Arbeitnehmererfindung oder für einen technischen Verbesserungsvorschlag nach § 20 Absatz 1 des Gesetzes für Arbeitnehmererfindungen zum Gegenstand haben. B. Die als Urheberrechtsstreitsachen aus Arbeitsverhältnissen ausschließlich Ansprüche auf Leistung einer vereinbarten Vergütung zum Gegenstand haben.
Vor die Gerichte für Arbeitssachen können auch nicht unter die Absätze 1 und 2 fallende Rechtsstreitigkeiten gebracht werden, wenn der Anspruch mit einer bei einem Arbeitsgericht anhängigen oder gleichzeitig anhängigen werdenden bürgerlichen Rechtsstreitigkeit den in Absätzen 1 und 2 bezeichneten Art in rechtlichen oder unmittelbar wirtschaftlichen Zusammenhang steht und für seine Geltendmachung nicht die ausschließliche Zuständigkeit eines anderen Gerichts gegeben ist. Aufgrund einer Vereinbarung können auch bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen juristischen Personen des Privatrechts und Personen, die Kraft Gesetzes allein oder als Mitglieder des Vertretungsorgans der juristischen Person, zu deren Vertretung berufen sind, vor die Gerichte für Arbeitssachen gebracht werden. In Rechtsstreitigkeiten nach diesen Vorschriften findet das Urteilsverfahren statt. Okay, in Rechtsstreitigkeiten nach diesen Vorschriften findet das Urteilsverfahren statt, ist auch ein wichtiger Satz. Und jetzt muss man sich nur noch das Urteilsverfahren angucken. Ich guck mal gerade, wo das beschrieben wird. Ich bin ja im Urteilsverfahren. Schreiben wir doch mal. So. Zur Zuständigkeit. Der Antrag der Gegenseite ist zu verwerfen, Punkt, das heißt. Es besteht Zuständigkeit nach dem Arbeits- oder der Antrag der Beklagten. Bleiben wir mal und darüber kann man ruhig Klarstellung
nach irritierenden Äußerungen an. Durch einen augenscheinlich inkompetenten Richter. Also. Das heißt, es besteht nach dem Arbeitsgesetz ich führe das Arbeitsgerichtsgesetz an. Ich zitiere nach. So, wie heißt das für... ich mal steht hier vorne was drin. Zitatvorschlag. Das gesamte Arbeitsrecht Walhalla Fachverlag Regensburg 2016. So. Der Antrag der Beklagten vom Pünktchen ist zu verwerfen. Das heißt, es besteht Zuständigkeit nach dem Arbeitsgerichtsgesetz. Ich führe das Arbeitsgerichtsgesetz an. Ich zitiere nach das gesamte Arbeitsrecht. Halla Fachverlag. Drunter tun sie es nicht. Das ist auch kein Verlag, es ist ein Fachverlag. Ich lege das nicht irgendwo in so einen Fächer. Regensburg. An der Donau 2016. Ich kann Regensburger Dialekt. Ich kann Regensburg an der Donau sagen. So. Zu nah an Frauen. So, und wenn man das angegeben hat, dann muss man nur noch die Seite hinschreiben,
Seite 543. Der Juristenwahnsinn, Arbeitsgerichtsgesetz. Juristische Assistentin der Personalstelle und Fachstelle für Arbeitsrecht, hieß das, glaube ich. Ich habe es gerade nicht da, kann auch nicht richtig zitieren. Arbeitsgerichtsgesetz. Erster Teil, allgemeine Vorschriften. Ist hier jetzt nicht so, dass wir hier irgendeine scheiß Internetadresse aufführen. Nein, wir gucken die Bücher nach. Allgemeine Vorschriften. Und jetzt kommt es. Paragraph. Ich schreibe das immer als Wort dahin. Und weil es eine Zahl unter 12 ist, kann man auch die 2 als Wort dahin schreiben. Paragraph 2, Zuständigkeit im Urteilsverfahren. So, wie viel Zeit habe ich denn gleich? Jetzt habe ich wieder Pause. Dann geht das Zitat direkt los mit einer 1 in Klammern. Die Gerichte für Arbeitssachen sind ausschließlich zuständig für Eingabe und nicht Zuständigkeit. Eingabe zum Antrag schreibe ich dahin. Eingabe zum Antrag der Beklagten. Geil. Gibt Leute, die beschäftigen sich mit nichts anderem. Ich finde das scheiße. Ich habe was Besseres zu tun. So, nachher mache ich weiter.